Kulisse wie bei einem Länderspiel. Mehr als 35.000 Zuschauer wollten diese Spitzentreffen der zweiten Liga sehen. Und sie waren natürlich besonders gespannt auf Frank Hartmann, der nach einem Gastspiel beim deutschen Meister Bayern München wieder an die Leine zurückgekehrt ist. Trainer Jürgen Wehling ließ ihn jedoch zunächst auf der Bank Platz nehmen. Er wollte seine bisher so erfolgreiche Elf nicht auseinanderreißen. Völlig verständlich. Die Hannoveraner, von rechts nach links spielend, ergriffen sofort die Initiative und drängten die Aachener in die eigene Hälfte zurück. Erste Chance durch Matthias Kuhlmeier. Aachens Torwart Johannes Kau. Die Niedersachsen in den ersten 45 Minuten die eindeutig dominierende Mannschaft. Es gab eine ganze Reihe von guten Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier. Das ist Wayne Thomas. Dann Martin Giesel. Doch verzogen. Trotz dieser optischen Überlegenheit fehlte bei den 96ern die letzte Entschlossenheit vor dem Tor. Außerdem stand die Abwehr der Aachener sehr sicher. Wieder eine Möglichkeit. In der Mitte Gregor Grillemeier. Auch er vergibt. Die Aachener mit nur wenigen Konterchancen. Ihr Ziel war natürlich, einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Hier muss sich Hannovers Torwart Hans Wulff mächtig strecken. Das war die bisher beste Chance der Aachener. Und wieder die Hannoveraner. Mit Siegfried Reich. Und Martin D. Giesel kommt einen Schritt zu spät. Zur Halbzeit noch immer 0:0. Eine überaus interessante Begegnung. Die Defensivtaktik der Aachener bis zur Pause also aufgegangen. Nach dem Wechsel dann, besonders bei den Platzherren, noch mehr Feuer. Die 96er aggressiv und schneller. Jetzt wurde auch mehr über die Flügel gespielt. Vorstopper Heinz Knüwe. Heidenreich. Und Außenpfosten. Heidenreich war im Mittelfeld die Anspielstation der 96er. Die Gastgeber weiter im Angriff. Aachens Abwehr in Not. In letzter Sekunde von Verteidiger Joachim Montanes gerettet. Und noch einmal der Verteidiger einen Schritt schneller. In der 56. Minute dann der erwartete Wechsel bei 96. Mittelstürmer Gregor Grillemeier verlässt den Platz und Frank Hartmann, von den Zuschauern mit Beifall begrüßt, gibt sein Debüt bei den Hannoveranern. Aachen im zweiten Durchgang mit mehr Spielanteilen als in den ersten 45 Minuten bleibt gefährlich. Ey, Junge, das gibt's doch gar nicht. Hans Wulff, der überaus sichere Torwart der 96er. Dann wieder die Niedersachsen. Martin Giesel, der ausgezeichnete Libero Bastian Hellberg, Frank Hartmann und links außen Siegfried Reich. Der Druck der 96er wurde jetzt immer stärker. Frank Hartmann mit der Nummer 13, mit sehr viel Übersicht. Und endlich gelingt Reich das längst fällige 1:0. Dieser Führungstreffer in der 74. Minute völlig verdient. Die Hannoveraner mit viel Selbstvertrauen und Moral. Sie stehen nicht zu Unrecht an der Tabellenspitze. Das Tor noch einmal. Kurz vor Schluss dann noch eine unschöne Szene im Niedersachsenstadion. Frank Hartmann wird hier von Eckbert Zimmermann gefoult. Und Schiedsrichter Kriegelstein zieht die rote Karte. Völlig zurecht. Zimmermann hatte bereits Gelb gesehen. Das war in der letzten Spielminute. Endresultat hochverdient 1:0 für Hannover 96. Die Norddeutschen bleiben damit Tabellenführer. Auch heute waren die Zuschauer mit der Leistung der 96er zufrieden. Das Niveau der Begegnung wurde in der zweiten Halbzeit noch besser. Auch Aachens Trainer Werner Fuchs bestätigte auf der anschließenden Pressekonferenz die ausgezeichnete Leistung der Platzherren. So viel aus dem Niedersachsenstadion in Hannover, zurück nach Köln.